Ja? Und wenn es einer noch nicht kapiert hat, wird es nochmal erklärt mit einer Prophetie, die da zitiert wird. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein, was laut Syatadj ja gar keine Jungfrau war, aber hier steht es eindeutig übersetzt mit Parthenos, also auch da wird mit der Ohrfeige für Syatadj, wird schwanger sein und, sein so und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel, das heißt der Gott, der bei uns ist, oder Gott mit uns, nennen. Ne? Und wenn es dann noch einer immer noch nicht kapiert hat, dass Jesus Gott ist, dann wird hier nochmal gesagt, guck mal, und was übersetzt ist, übrigens sagt der Matthäus sozusagen, ich übersetze es euch nochmal auf gut Griechisch. Das heißt, Gott mit uns. Und jetzt kommt der Syatadj her und sagt, ja, der Matthäus, der hatte da Bedenken, dass Jesus göttlich dargestellt wird. Es ist dein Ernst, Syatadj? Du solltest wirklich mal Bibel lesen. Ohne Witz, merkst du, was du für ein gequirltes Zeug da von dir gibst?